Ja, Karl-Heinz Markus und seit vielen, vielen Jahrzehnten das oldenburgische oder WDM'sche Reitsportphänomen, das muss man sagen. Er hat sich intensiv über viele Jahre Ausbildung von jungen Pferden gekümmert, hat Pferde bis in den großen Sport hineingebracht und Pferde, ganz wichtig, eben bis hierhin zum Derby. So, und so ein Erfolg, den gönnt man dann einfach einem, der so viele Jahrzehnte hier mit dabei war, dann einfach auch. Dafür muss er das Ergebnis toppen von Caroline Krellmann. 114 Sekunden hatte die als Schlussergebnis. Ganz leicht aufnehmend, aber da sieht man einfach, 67-jährige Reitsporterfahrung. Der lässt den an der Seite gar nicht los. So ist richtig. Riesengroße Galoppsprünge macht dieser Baluna Kobe Bingo. Und er lässt ihn weiterlaufen. Nur ganz leicht, immer wieder die Richtungsweisende. Und so, der hört auf ihn. Besser als mein Dackel. Super. So, und jetzt geht's. Immer noch ist der Null. Man muss dazu sagen, bis dahin war auch Caroline Krellmann Null. Aber mit dem großen Vorteil, er ist jetzt immer noch Null. Und jetzt geht's auf die Schlussmeter. Und da hat er sogar noch. Er hat noch 10 Sekunden Zeit, um unter 100 zu bleiben. Das wird er vielleicht nicht ganz schaffen, aber er wird dieser 100 unglaublich nahe kommen. Es kann passieren, wer will, was will. Er wird die Führung übernehmen. Mit dem besonderen, fehlerfrei gewesen zu sein, Karl-Heinz Markus, die Hamburger Herzen fliegen dir zu. Oder man kann auch sagen, der Abend ist gesichert. Keinen Fehler erlaubt er sich, Karl-Heinz Markus mit seinem Bingo. Und das zeigt seine unglaublich enorme reiterliche Klasse, mit welcher Souveränität er es gemacht hat.